Rechts abbiegen auf Elsa-Brenz-Dulmstraße. Man kann sowas, so eine Art zu bauen und zu wohnen und solche Stadtteile durchaus kritisieren. Das ist immer einfach. Ja, aber in dem Schlechten das Gute zu finden, wird seltener gemacht. Alle unsere Träume können wahr werden, wenn wir Mut haben, dafür zu kämpfen. Einem wird so bewusst, dass das alles so kleine, verschiedene Welten in einem großen Komplex sind. Es ist wichtig, im Leben zusammenzuhalten, Leuten zu helfen, wenn sie in schwierigen Lagen sind. Das ist ein Stadtteil mit Hochhäusern, da fehlt es manchmal an nachbarschaftlichen Strukturen. Bevor ich mit dem ganzen Umzugsauto hier kam, dachte ich mir, mein lieber Mann, so ein Bunker, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist doch nicht Deutschland. Betongrau, Rostflecken, und das waren meine ersten Tage hier als Hausmeister. Und habe ich gesagt, okay, ich probiere Probezeit. Da haben wir das Haus saniert und dann bin ich jetzt 23 Jahre hier geblieben. Bis jetzt bereue ich nicht. Ach, einmalig. Oh. Diese Möglichkeit hat nicht jeder hier in Mainz, so hoch hier auf dem Gebäude zu stehen und die Aussicht zu genießen. Es gab schon Probleme hier. Es waren oft Polizeieinsätze hier und so. Die Elsa hat sich um 180 Grad umgedreht. Das liegt an Menschen. Ich bin stolz, dass hier fast über 60 Nationalitäten wohnen, im Frieden. Also was wollen wir denn mehr? Mein Name ist Karim. Mein Name ist Leis. Und wir zeigen euch unsere Elsa. Ich mag halt die Schmetterlinge, weil es gibt eine Veränderung. Es gibt halt mehrere Phasen, wie beim Menschen. Ich bin jetzt immer noch Kind. Ich bin in der ersten Phase, wo man fast erwachsen ist. Es ist wichtig, im Leben zusammenzuhalten. Leuten zu helfen, wenn sie in schwierigen Lagen sind, wird irgendwann mal ein Moment kommen, wo er dir helfen kann und helfen wird, weil du ihm auch geholfen hast. Ich möchte gerne Arzt sein, weil mein Vater auch Arzt geworden ist und ich will das Gleiche werden. Ich möchte Wissenschaftler werden. Spaß muss sein. Wenn man ein bisschen Spaß hat, dann ist es ein bisschen besser. Ja, ich sage immer, Menschen machen mich glücklich. Weil es für mich einfach eine große Freude ist, wenn ich sehe, ich konnte jemandem helfen und dem geht's besser. Das ist ein Stadtteil mit Hochhäusern. Da fehlt es manchmal an nachbarschaftlichen Strukturen. Das versuchen wir ein bisschen aufzubauen. Dafür sind wir da. Menschen, die man als schwach bezeichnen würde, haben unglaubliche Stärken. Und die hervorzuheben, das ist für mich tatsächlich ein enormer Erfolg hier in der Arbeit. Ich wünsche mir für die Elsa, dass einfach viele Menschen das schaffen, hier noch mehr Kontakte zu knüpfen, dass weniger Menschen alleine leben, isoliert. Wir wurden dafür gerufen, damit es keiner wird. Es gibt natürlich auch noch ein paar Probleme, aber es ist so viel lebenswerter, als es vor 20 Jahren war. Blumen bedeuten mir sehr viel, das ist Leben, das ist Farbenvielfalt, das ist Lebensfreude pur. Ich war 34 Jahre lang berufstätig im Einzelhandel und dann habe ich einen neuen Chef bekommen. Wir zwei haben uns angeguckt und haben gesagt, wir werden keine Freunde. Und dann habe ich gesagt, jetzt okay, noch bist du keine 50, spring ins kalte Wasser und mach einen Blumenladen auf. Das Ganze hätte ich aber ohne meine Frau an meiner Seite hätte ich es nicht geschafft. Hätte ich mich auch nicht getraut.
perfekt. Elsa ohne Blumen wäre traurig, so ein bisschen trauriges Bild. Es wäre dann alles öde und trist. Sieht doch schöner aus, wenn man hier auf die Hochhäuser guckt und sieht, weil die Balkonkästen bepflanzt sind, als wenn da jetzt gar nichts wäre. Man kann sowas, so eine Art zu bauen und zu wohnen und solche Stadtteile durchaus kritisieren. Das ist immer einfach. Ja, aber in dem Schlechten das Gute zu finden, wird seltener gemacht. Wenn Menschen irgendwo zusammenkommen, ist es nie steril. Dann entsteht automatisch eine Geschichte. Ich bin Horst Wambach, wohne seit 20 Jahren hier in dem Hochhaus und habe ein Buch geschrieben, in dem es um eine Figur geht, die anonym in einer kleinen Wohnung hoch oben in der 23. Etage lebt und sich verliebt, die Wohnung verlässt und die Gegend kennenlernt. Die Elsa ist eine gute Möglichkeit zu wohnen, aber sie ist kein Dorf, weil die Anonymität immer noch zu groß ist. Es kann lästig werden. Ja? Besonders, wenn man die Leute schlecht kennt. Ja. Und wenn man sie aber gut kennt, oder wenigstens einige, dann ist dann vertrauter. Es bekommt eine Seele. Alle meine Päckchen. Und dann schau. Was ich teilen möchte? Alle unsere Träume können wahr werden, wenn wir Mut haben, dafür zu kämpfen. Als ich hier in Deutschland umgezogen bin, ich habe nur als Haushälterin gearbeitet und dann ich bin jetzt als Softwareentwicklerin und programmiere Webanwendung. Ich bin Nailin. Ich wohne seit 4 Jahren hier in Elsa. Ich mag hier, weil es so ruhig ist und ich wohne in der Nähe von Wald. Es ist schön hier, weil es einfacher ist. In den Philippinen ist es schwer, eine Arbeit zu finden. Ich bin glücklich hier. Heimat ist, wenn man zu Hause fühlt, oder?